Hallo und herzlich willkommen jetzt auch endlich im Wald. Ich habe schon ein paar, naja, also viele Kilometer nicht, aber schon ein gewisses Stückchen Wegstrecke hinter mir, um hier zum Startpunkt des Westwegs zu kommen, nämlich der Goldenen Pforte in Pforzheim. Ich dachte immer, Goldene Pforte, so heißt nur ein Puff. wie dem auch sei, jedenfalls, die ist hier. Und hier beginnt der Westweg und da gucken wir uns jetzt schnell mal das Schild zu an. Jawohl, ja, auf dem Westweg von Pforzheim nach Basel. Und im Prinzip, wer es lesen möchte, kann das ja tun und auf Pause drücken. Steht hier ein bisschen so andeutungsweise die schönen Landschaften des Schwarzwalds und eine schöne Übersichtskarte, die gucken wir uns ein wenig genauer an. Wir sind nun in Pforzheim und zwar genau da, wo quasi die rote Linie beginnt. Ich bin vom Hauptbahnhof da mittendrin zu dem Punkt gelaufen, wo es losgeht und da stehe ich jetzt halt entsprechend. Und es ist, wie ihr sehen könnt, die Zeit schon ein kleines bisschen vorangeschritten. Ich wollte mich nicht hetzen lassen, habe heute Morgen ganz in Ruhe gepackt, noch ein paar andere Dinge erledigt. Mit Anreise ist es jetzt halt in Gottes Namen schon 3:15. Theoretisch ist die erste Etappe zum Dobel. Am Dobel gibt es dann diverse Übernachtungsmöglichkeiten, wenn man zu viel Geld und keine Lust hat, im Wald zu schlafen. Ist bei mir natürlich nicht der Fall. Deswegen bin ich nicht angewiesen, unbedingt zum Dobel zu laufen, also nicht darauf angewiesen. Der da nach 22 Kilometern heute theoretisch erreicht werden wird. Aber da es halt irgendwann mal schon ein wenig spät ist und ich nicht weiß, wie fit ich jetzt nun letztendlich bin. Ich muss sagen, der Weg hierher, jetzt vom Bahnhof, war ein bisschen nervtötend, weil ich meine, die Hälfte meiner Ausrüstung, also nicht ganz die Hälfte, aber ungefähr ein Drittel meiner Ausrüstung in einem Müllsack in der Hand durch die Gegend getragen habe, weil ich wollte nicht als Terrorist verhaftet werden und demzufolge halte ich das nach wie vor für die bessere Variante, auch wenn es nervig war. Und jetzt zeige ich euch erstmal wieso. Nämlich neben dem Rucksack, den ich auf dem Rücken habe, sieht die zweite Hälfte meiner Ausrüstung so aus. Und wenn man den entsprechenden Hüftgurt vom Bundeswehrkoppeltragesystem dann tatsächlich um die Hüfte hat, dann sieht man doch ein kleines bisschen ungewöhnlich aus. Insbesondere da auch noch ein Messer, zwar ein 100% legales, aber dann auch noch ein Messer dran hängt. Jawohl. Gut, nachdem das auch geklärt wäre und ich euch die tolle goldene Pforte gezeigt habe, marschiere ich jetzt los und werde gleich erstmal ein bisschen einen gewissen Monolog führen auf den ersten Metern. Dann fällt das Loslaufen auch leichter. So, und hier seht ihr die ersten Schritte auf dem Westweg. Und da gehen wir jetzt lang. Also ich war hier auch noch nie. Ist für mich also genauso Premiere wie vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer. Manch ein Zuschauer wird hier vielleicht sogar schon gewesen sein. So, bin hier unterwegs. Bin auch schon ein paar hundert Meter gelaufen und bin jetzt in der Verfassung, was zu erzählen. Es ging nämlich gerade ordentlich bergauf und ich stelle fest, es ist warm. Das stelle ich nicht heute zum ersten Mal fest. Das habe ich auch schon im Bähnle hierher festgestellt. Aber wenn man dann jetzt den Berg hoch muss, dann merkt man es doch noch mal etwas mehr. Das heißt, bei dieser Tour wird wohl, glaube ich, für mich so das Hauptproblem sein, und das ist gut, dass ich das mal trainiere, wirklich sehr gut, dass ich hitzetechnisch nicht irgendwie kaputt gehe. Da ich halt doch keine großen Probleme habe mit Kälte, das funktioniert alles wunderbar. Man kann sich immer noch wärmer anziehen, aber wenn es heiß ist, kann man sich irgendwann nicht mehr weiter ausziehen. Und sich gänzlich auszuziehen macht im Übrigen auch keinen Sinn. Demzufolge ist für im Wald unterwegs das, was ich hier trage, meiner Meinung nach schon das Minimum, was man an sich möglichst weit ausziehen überhaupt machen kann. Kurze Hose ist meiner Meinung nach für längere Wanderungen, bei denen man davon ausgeht, dass man auch mal durchs Unterholz will, nicht geeignet. So viel Walderfahrung habe ich dann doch, dass ich eben kurze Hose als No-Go für
ernsthafte Waldaufenthalte betrachte. Ja, Ausrüstung habe ich ja schon im entsprechenden Ausrüstungsvideo euch das im Großen und Ganzen gezeigt, was ich so mitnehme. Ich habe mich jetzt entschieden, keinen Trangia mitzuführen, demzufolge natürlich auch keinen Spiritus und werde rein mit Hobo arbeiten, wenn ich mir was Warmes mache. Notfalls kann ich auch mal auf eine warme Mahlzeit, wenn sich keine geeignete Stelle, wo man dann mal ein bisschen rumfeuern kann, findet, kann ich auch mal notfalls auf eine warme Mahlzeit verzichten. Und dann gibt es halt irgendeinen anderen, an einem anderen Tag zum Mittag, wenn sich da dann eine geeignete Stelle findet, um was zu feuern, die warme Mahlzeit und ein kaltes Abendessen halt da, wo es nicht geht. So ist der Plan. Weiteres Ausrüstungsupdate. Ich habe eine Regenhose jetzt doch dabei. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich mal ohne versuche. Aber durchgeweichte Hose ist halt nicht schön. Und wenn ich keine Regenhose dabei habe, dann hätte ich auch keine zweite Hose. Dann müsste ich noch eine zweite trockene Hose mitschleppen. Zumindest irgendwas ganz Dünnes. Weil dann den ganzen Abend in nasser Hose da hocken, ist auch doof. Und die Option, ein Feuer zu machen, um die Hose zu trocknen, habe ich ja auch nicht. Ich komme wohl leichter an Feuermachgenehmigungen als andere Leute. Aber bei so einer Langstreckenwanderung ist das halt scheiße, weil man nie weiß, wo man am Ende des Abends, des Tages ist. Und deshalb kann man auch nicht im Vorfeld. Also man kann schon, aber es ist wirklich eine Wahnsinnsplanung erforderlich. Kann man jedenfalls nicht im Vorfeld sich eine Feuergenehmigung besorgen. Ja, was hat sich noch getan? Natürlich habe ich auch einen Wasserfilter dabei. Den habe ich im entsprechenden Video auch nicht gezeigt. Und hätte ihn auch fast vergessen, muss ich sagen. Das ist natürlich peinlich. Ich habe jetzt doch nicht den Topf mitgenommen, sondern habe jetzt nur meine Titantasse. Das reicht auch zum Wasser heiß machen. Oh. Ah, das sieht ja schon interessant aus hier. Guckt mal. Also erstens mal, wenn so ein dicker Baum fällt, ist das generell interessant, aber man kann schon deutlich erkennen, also zumindest jetzt kann man deutlich erkennen, dass das schon korrekt war, den zu fällen, weil hier so nah am Wege wäre das schon ein bisschen gefährlich, wenn der dann irgendwann mal umfällt. Und das hier ist der Westweg, der ist dann doch recht weit begangen, viel begangen. Das wäre schon möglich, dass das jemand auf den Kopf bekommt. Und das da oben scheint mir eine Straßenbegrenzung zu sein und jetzt nicht irgendwas Historisches. Schade. Im ersten Moment habe ich schon gedacht, es könnte was Historisches sein. Ja, sonst Ausrüstung. Ja klar, ich habe natürlich auch Trekkingstöcke. Die habe ich natürlich nicht dann im Einsatz, wenn ich filme. Aus, denke ich, nachvollziehbaren Gründen. Oho. Da vorne muss ich, glaube ich, die Straße queren. So, Straße gequert. Und ich habe aus Gewichtspargründen jetzt doch darauf verzichtet, mein Fjällrävenhemd mitzunehmen. Das werde ich... Oh, Schlafplatz! Schlafplatz! Bin ja gerade erst losgelaufen, aber... Also wenn das kein geiler Schlafplatz ist, dann weiß ich auch nicht. Kein Wunder, dass der schon als solcher genutzt wird. Und das scheint mir nicht nur eine Zierfeuerstelle zu sein. Nee, nee. Die ist auch schon benutzt worden. Cool. Also prinzipiell würde ich natürlich nicht so nah am Weg schlafen wollen. Also gefühlte 3 Meter daneben. Vielleicht 4, aber mehr war das nicht. Aber so von der Location her schon ein sehr cooler Schlafplatz. Oh, das ist wirklich schön hier. Das ist hier wirklich schon auf den ersten Metern ein sehr toller, schöner Wanderweg. Die verlegen den Weg auch wirklich da, wo es interessant ist. Ich laufe jetzt hier gerade über so eine kleine Hügelkuppe. Das hätte gar nicht sein müssen. Jetzt geht's runter. Man hätte auch theoretisch unten an der Straße entlang laufen können. Wäre man auch viel schneller gewesen. Wäre effizienter. Wäre aber weniger schön. Und da es hier ja grundsätzlich gilt, dass der Weg das Ziel ist und nicht die Tatsache, dass man unbedingt nach Basel möchte, wobei da ist auch schön, finde ich das halt wirklich toll, dass sie das so gelöst haben. Zivilisation, dann machen wir die Kamera lieber aus. So, zurück im Wald.
Übrigens, meine G3-Magazintaschen hier, ich hoffe, man sieht es einigermaßen, hier diese da, die ist das Kameraholster, weil ich mir schon gedacht habe, wenn ich hier dauernd zwischendrin mal an Leuten vorbeilaufe, an wie gerade einem kleinen Restaurant, sehr gemütlich übrigens, vorbeilaufe oder an sonst irgendwas vorbeilaufe, wo ich nicht filmen möchte, weil ich keine Lust habe, irgendwelche Leute nachher rausschneiden zu müssen, die mir ins Bild gerannt sind. Ja, für solche Zwecke kann ich dann einfach schnell Dettenzepter einfahren und kameraholstermäßig in die G3-Magazintasche stopfen und dann ist die auch schnell wieder griffbereit, wenn ich gerade irgendwie unterwegs was finde, was ich schnell filmen möchte. Da habe ich mir lange Gedanken gemacht, wie ich das am blödesten mache, weil Kamera in den Rucksack packen ist auch scheiße. Also irgendwie ein Schnellzugriffssystem habe ich gebraucht und bisher funktioniert das ganz gut. Wobei ich jetzt erstmal 20 Minuten unterwegs bin. Oh, das ist jetzt aber auch interessant. Habe ich so jetzt auch selten. Man beachte hier die Wegbegrünung. Das ist nämlich eine Robinie, hier dieses Grünzeug. Dass die so direkt am Wegesrand und dann so schön üppig, das sehe ich selten bei mir daheim in meinem Wald. Ja, das ist der Weg recht nah an der Straße verläuft. Das lässt sich halt leider nicht vermeiden. Wir sind hier halt nun mal in Deutschland und nicht irgendwo mitten in der Pampa. Jawohl. Ha, und hier sind jetzt so irgendwelche Spezialschrebergärten. Hier kann man es erahnen. Da gibt es sogar einen richtigen Aussichtsturm. Ist das cool oder ist das cool? Ich glaube, sowas will ich auch. Hab zwar keinen Platz im Garten, aber will ich auch. Beziehungsweise im zu erbenden Garten meiner Großeltern, da wäre genügend Platz. Ja, dann wollte ich euch eigentlich noch mal was zu Pforzheim erzählen, weil ich will ja so ein kleines bisschen den Reiseführer machen. Befinde mich ja jetzt außerhalb von Pforzheim, bin da ja am Hauptbahnhof angekommen und diese Anreise ist, glaube ich, ziemlich Standard, wenn man auf den Westweg will, weil wenn man mit dem Auto zum Startpunkt fährt, das Problem ist, da muss man gleichzeitig noch jemanden dabei haben, der einem das Auto wieder zurückfährt, weil man will ja im krassesten Fall 283 oder 88 oder jedenfalls viele Kilometer. Ach nein, da steht nur Müllabladen verboten. Nicht Westweg da lang. Ja, aber im krassesten Fall will man ja zwar ganz viele Kilometer durch die Gegend laufen und dann ist es ja scheiße, wenn man das Auto am anderen Ende der ganz vielen Kilometer geparkt hat. Hä? Ach da. Nee, da. Ist ja wirklich gut ausgeschildert, aber manchmal muss man schon ein bisschen gucken. Ich habe auch eine Karte dabei für den Fall, dass ich mich doch mal verlaufe oder irgendwo falsch abbiege. Oder, was viel wahrscheinlicher ist, so als kleine Komfortfunktion, damit ich genau weiß, okay, jetzt sind es noch 3,8 Kilometer. Ganz so genau ist es dann doch nicht, aber bis zum, keine Ahnung, zur Schutzhütte XY. Nicht, dass ich unbedingt in Schutzhütten übernachten möchte. Vielleicht eine Nacht, wenn ich Lust habe. Mal gucken. Die Baumarktplane wären mir fast lieber. Ja, und jetzt wollte ich noch was zu Pforzheim erzählen. Werde aber jetzt noch mal ein paar hundert Meter schweigend dahin trappen.